wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Es ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geistjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries Pater Klappmauls Zahnspangenersatz. Wow, Pater Johnst hat mir ein Geschenk mitgebracht. Hui, was ist denn das? Oh, was steht denn da drauf? Ein Klappmaul, Zahnspange. Meine Mama sagt, meine Zähne sind doch voll gut. Naja, ich zieh's mal an. Wow, mein Mund war offen. Ich hab ihn gar nicht mehr zubekommen. Was hat Pater Johnson denn schon wieder vor? Jetzt neu von Kreis Industries. Kaufen oder nicht? Du musst es entscheiden. Was zum... Also es wird ja immer... Also... Ja, du jetzt, brauchst halt die springende Spangler-Spange. Also, ein Klappmaul und das kam von Pater Johnson. Tim hat seinen Mund nicht mehr richtig zubekommen. Arme Junge. Hast du mal an die medizinischen Spätfolgen gedacht von solchen Geschichten? Das ist nicht so schlimm, wir haben das schon Jahre, haben wir da schon Forschung über in der Klappmaulforschung oder was? In der Klappmaul. Project Open Mouth war sehr erfolgreich. Ja. Und wir haben festgestellt. Ja, in der Offenmundforschung. Hä? Die waren Geräusch. Hast ja, da hat irgendwie auf dem Pad rumgekrakelt, aber sagt, nee, falsche Frage gestellt. Mach nochmal. Macht die auch manchmal aggressiv, ne? Die falsche Frage. Ja, ja, dann sagen die, du, das finde ich jetzt gemein, dass du mir solche... Oh! Ja, dann gibt er dir schnell den braunen Finger, ne? Der wird böse. Wer bist du? Man weiß halt nie, welche Frage die richtige Frage ist. Onkel Chocolate Mouth. Nobody knows. Nobody knows. Oh, ich habe einen Traumfänger gefunden. Wo ist denn eigentlich hier das Ritual? Hier in der Mitte. Leg ich mal hier drüben hin. Kleinen Traumfänger hin, ich gefunden hat. Oh, da kann ich mal einen Traum einfangen. Oh, hey, schon, Dicky Rosie O'Donnell. Ich habe einen Traum eingefangen, da war der Rosie O'Donnell am Duschen, du. Das war eklig. Richtiger Albtraum. Menschlich. Soll ich mir erst mit der Augen mit Wasch hier... Mit Waschmalz, du, von Kreisindustrie. Gute Waschmalz. Leicht gemixt mit der Spritzer Scheuermilchle drin. Waschmalz. In diesem komischen Radio bei The Long Drive, Alter. Alle schreiben, ey, das könnte auch von Kreis Industries sein, das Radio. Irgendwie spritze darauf. Die neue Autopolitur. Sein Auto dreckig, spritze darauf. Und schon ist wieder sauber. Hier oben verwendet eine Frau Waschmalz und scheint große Schmerzen zu haben. Ja, wir haben einen menschlichen Notizblock. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Oh, was war das 176. denn? 176, also 100 bis 500. Ja, ja, 176 Buttergum auf der Buttergum-Skala. Buttergum. Auf der Buttergum-Skala. Auf der Brata-Skala. Die alte Barta Illich spielte. Der Bratschenspieler. Der Bratschenspieler Barta Illich. Ey, ich habe bis jetzt hier noch kein Männchen gesehen mit Nadel im Kopf. Ach, das war doch hier im Kamin. Alter, das ist versteckt. Im Kamin. Im Kamin, ey. Ja, keine Interaktion. Also direkt gesagt, ich fass das Ding nicht an. Oh, einen ganz kurzen 5-2er hier in der Ecke. Also 5. 5-2er hier im Badezimmer ist ein 5-2er. Aber meinst du, das war schon... Hast du Fußspuren aber gesehen? Nee, bisher nicht. Dann wäre es ja schon wieder ein Krampen. Oder ein Vampir. Weiß ich nicht. Wenn das der höchste Wert war, ne? Aber... Guck mal, ein Thermometer. Hä, bei mir steht die Nonne oder Bloody Countess. Was haben wir denn? Hast du Thermometer schon gemacht? Hast du Fußspuren? Nee. Ich hab menschlich ich hab jetzt und nur 5. Oder hast du Red 3? Nee. Nein, normal 3. Ach so, fünf normal 3. Ja gut, dann kann das eine Blutzählerin sein.
Von den Stadtwerken. Das sind die schlimmsten. Das Madel von den Stadtwerken. Haben mir Stromrechnung geschickt von 5000 Euro. Ja, schicken Sie mal Ihren Stromzählerstand. Weißt du, und jetzt sehen Sie, dass ich eigentlich wahrscheinlich noch was zurückkriege, so ungefähr, weißt du, und dann... Oh, Scheiße. Der kriegt was zurück. Was machen wir jetzt? Oh, ignorieren, ne? Ignorieren wir einfach mal. Aber dem geht's finanziell vielleicht auch nicht gut. Oh, ist doch egal. Vielleicht verreckt er ja. Das wäre das Schönste, was mir als Beamter passieren könnte. Ich hoffe, der kriegt ein Magengeschwür durch die Rechnung. Sich richtig schön quälen und denken, oh Gott, was ist, wenn die echt ist? Ich habe gar nichts bis jetzt. Ich habe eine alte Rostbratsche hier unten gefunden. Eine Rostbratschwurst. Ich geh nochmal EMFen, aber... Naja. Ich habe eine Maske. 3, 2, 4, 2, 5, 2. Wir müssen den Namen finden. 5, 2, ich war aber noch gar nicht oben. Warst du schon mal oben? Mm-mm. Ja, doch so. Ja, ja, doch, klar. Ah, hier duscht wieder jemand. Duschen, huschen. Wir haben alles bis auf die Taschenuhr. Das ist ein Geist auf jeden Fall, der sehr darauf erpicht ist, Wasser überall anzumachen. Ja. Vielleicht doch irgend so ein Stadtwerkegeist. Ich hab die Uhr. So itemmäßig dick in der Hose hier. Richtig den Itembeutel geschwollen. Dreier. Ja. Also richtig hohe Ultrawerte hat er sich noch nicht gegönnt irgendwie. Oh, Achtung, Kampfghule. Importierte. Oh Kacke, wie komme ich jetzt raus? Huiuiuiuiui. Ja, so Importkampfghule sind halt gefährlich, ne? Ja, oh nein, jetzt kommen die auch noch die Treppen hoch. Aber sie hängen da fest. Die hängen alle hier oben an der Treppe fest. Oh, einer kommt durch, oder? Nee, unten doch nicht. Swiddelt einer. Weinen. Haben wir ein eindeutiges Weinen. Oh, Silberbombe hat nicht funktioniert. Hab mich trotzdem gekillt. Echt? Ja. Bist du gestorben? Ganz oben auf dem Dachboden in der Ecke. War der Geist hasserfüllt? Ziemlich. Ich glaube, es ist eine Sonne. Ich habe bis jetzt noch keine einzige Fußspur gesehen. Er war immer ziemlich sauer und vom Leben gebeutelt und hat gesagt, ja, das größte Problem war, dass ihm keine Schambehaarung gewachsen ist. Deswegen hat er immer auf dem Markt persische Teppiche gekauft. Teppiche? Fersenteppiche. Pferdeteppiche. Hat sich dann so Pferdepelz in den Intimbereich geklebt und es wollte dann auch irgendwie angeben, ne, und hat gesagt, hier, guck mal. Üppige Matte. Ja, aber die Leute mit der echten DNA-Matte haben gesagt, ne, glauben, nehmen wir den nicht ab, da dein Kunstpelz. Mal schön. Deine Fake-Wolle. Hieß nicht auch, war sein Künstlername nicht auch Wolle Hahnriss? Wolle Hahnriss. Ja, eins dieser Pferdeborsten ist ihm leider in die Scharte reingewandert. Das ist sehr schmerzhaft. Ja, die Leute haben sich auch hier jahrelang über seinen schwefligen Geruch, ne? Wolfgang Schwefli hat er sich dann genannt, aber... Über seinen Schwefelgeruch. Ey, weißt du, was ein witziger kleiner Funfact ist? Wenn du tot bist, ist deine Leiche kalt. Das ist schon ein ganz nettes Detail, oder? Ach so, ja gut, aber das war ja bekannt. Ja, aber nein, stimmt. Mit dem Thermometer. Ja, ich weiß. Stand doch schon in den Memoiren von Wolfgang Schwefli. Stand das von Schwefli, ja, das ist schon niedergeschrieben. Bist du tot, machst du 15 Grad minus. Ey, ich finde hier den Geist nicht. War auch noch den Namen. Wo bist denn du? Jetzt sag doch mal was. Oh, jetzt rennt er gerade nach oben. Er hat schwarz-roten Stuhlgang. Bettstuhl.
Ja, hier war er ganz kurz, aber er hat nur so abgedampft. Er dampft immer nur. Oden! Ich höre immer... Hier oben hat er wieder rumgedampft. Ist hier zufällig eine Kugel? Ich will mich wiederbeleben, aber ich finde keine Kugeln mehr. Ich kann die nicht sehen. Ich... keine Ahnung. Ich höre eine hier irgendwo. Ist sie im Keller? Ah. Offenbare dich, Geist. Sie haben mich angestochen. Sie haben mir so einen leichten Beast-Stepper gegeben. Ja, mich auch. Ja. Ich bin gerade aus dem Reich der Toten zu. Na toll, jetzt ist hier die Tür zu und ich habe nichts, um mich zu verteidigen. Das ist mies. Boah, gerade nochmal rausgekommen, du. Gerade nochmal raus, du. Jetzt muss ich aber erstmal investieren, nur mir geht's gar nicht gut. Ich brauche erstmal hier eine Packung Schwengelbalz. Schwengelbalz. Das aphrodisierend. Das Aphrodisiakum. Aspirin. Hilft gegen Kopfschmerzen und gibt einen Ständer. Keine Ausreden mehr, dank Schwengelbalz. Was haben wir denn jetzt so gefunden? Ja, Neues? Keine Fußspuren, gar nichts. Brett nicht. Menschlich, 100. Brett brauchen wir noch. Weinen, keine Interaktion. Eigentlich nur noch Brett. Also beunruhigt. Ich glaube, es ist eine... Beunruhigt ist auf jeden Fall. Durchschnittlich beunruhigte Nonne. Meinst du wirklich? Ich konnte hast du Thermometer? Ich konnte einen Risky Disky machen. Ja, hast du ein Thermometer gehabt? Ja, siehst du, hab ich. Ja. Alter. Ich bin halt einfach ein Profi. Eine durchschnittlich beunruhigte Nonne. Ja, die ist durchschnittlich beunruhigt. Für Nonnen und wie noch geht's in der dir Norm. Heute, Schwester Clara? Na, ich bin ziemlich beunruhigt. Sehr beunruhigt? Nein, eher durchschnittlich. Schwester Clara. Schwester Schama. Schwester Schama Clara. No bush shaving since. Oh nein, die Red Zone. Die Red Zone. Da drin ist fieses Red Zoning. Oh nein, Kruzifix, dann brauchen wir noch das hier. Brauchen wir aber Salz. Wie gut die Grafik eigentlich von dem Game ist, ne? Schon ein hübsches Game. Ja, im Prinzip ist, also ich find's rein technisch und auch so mit diesen, wie gesagt, mit diesen Events. Es rotes ist cooler. Haus, oder es wird so alles grün und du siehst so Schatten, die sich irgendwie streiten. Ne? Ja, aber alle sagen, Phasmo ist King. Phasmo ja. Ist King. Finger weg von meiner Phasmo. Finger weg. Ich müsste ja dann rechtfertigen, dass ich ein schlechteres Spiel spiele. Dann und doch lieber Ghost Exorcism. Da müsst ihr reingucken. Warum macht ihr das nicht? Ja, das könnten wir aber auch mal irgendwann wieder machen. Drei Geisterspiele werden einfach Geister-Only-Kanäle. So macht man Geld heute. Ich mache im Real-Life-Geist, Alter. Ich gehe mit meinem EMF, aber freihändig. Ja, den stiebst du dir in die Scharte, ne? Ja. Ich schieb mir den hinten in die Scharte rein. Ich klemme den zwischen die Backen so. Auch, dass die Lichter innen sind, ne? Ja, klar. Der hat Vibration, ich spüre das, ob das jetzt eine Dreier-Vibration ist oder eine Fünfer. Entschuldigen Sie, aber muss das so sein? Wir bezahlen da schließlich viel Geld für, dass Sie den Geist austreiben. Ja, das ist so. Er rennt mit dem Hintern zuerst mit einem elektromagnetischen Feldsensor in seinem Hintern. Ja. Alle Wasserhähne anmachen. Gibt nochmal. Alle? Ja, gibt nochmal so einen kleinen Schmandkrokant. Was machen wir jetzt eigentlich? Was ist jetzt der nächste Schritt? Kreuz, aber muss erstmal kommen, die Alte. Warte mal, Kreuz, ja, Kerzen, könnten wir schon jetzt anmachen eigentlich? Ja, ich meine, das Spiel hat sich über 1 Million Mal verkauft, also ganz unerfolgreich war es jetzt auch nicht. Alter, geht wieder jemand duschen, dann kann ich kein Wasser anmachen. Macht sie, ja. Ein Witz. Wird kalt. Oh, guck mal, es war sogar the last one. Der letzte Hahn. Mein Hahn hat er getrunken. Außer was ekelhaft ist. Da steht sie! Kruzifixen! Konnte ich nicht, die war ganz kurz nur da. Ich warte lieber draußen, oder? Falls sie den Wisconsin Whisper macht. Alter, wie deine Doing-Loings hin und her schwängeln. Uff. Wenn du so langsam gechillt die Treppe hochgehst. Mal, stell ich mal rein. Guck mal, wie ich da so gechillt die Treppe hochgehe. Na, ein bisschen weiter rein. Du musst ein bisschen abschalten. Ja, aber wenn die Tür dann zugeht, dann... Hä? Ja, ist schon Doing-Loing, ja. Die Doing-Loing. Die Doing-Loing schon so ein bisschen rum. Muss man ja sagen.
Warum greift er nicht an? Ich weiß es nicht. Die ist halt nur durchschnittlich aggressiv. Durchschnittlich beunruhigt. Ja, aber es macht sie auch durchschnittlich angriffsgeil. Ja. Schwester Angriffsgeil ist heute leider nicht im Haus. Schwester Roswitha. Heute habe ich einen durchschnittlichen Durchfall. Oh, okay. Ist denn der Durchfall so weich? Nee, durchschnittlich. Sehr durchschnittlich beunruhigend. Aber ich sag mal, ist noch nicht so gelb, nicht so Fettstuhl. Noch nicht fahl. Bleibt nicht an der Keramik kleben, also geht noch. Hat guten Flutschfilm. Ich viel Hafer gemacht im Mund. Ich hab viel Harf. Harfe habe ich gegessen. Oh, war richtig, oh, war ganz schön anstrengend. War Turnierharfe. War eine Turnierharfe. Oh Mann, das kann doch keiner angucken. Ich habe gestern eine Turnierharfe gegessen. Wo ist die denn jetzt hier, die Oma? Die kommt nicht, weil wir so viel Dreck reden. Die hat auch schon aufgegeben, hat gesagt, nee, Alter, vergiss es. Haben wir eigentlich, was fehlt noch für einen Gegenstand? Wie Gegenstand? Fehlen noch Gegenstände? Nee, habe ich alles schon runtergelegt ans Ding. Okay. Sobald die hier Pickepoo macht, können wir ja schön hinten die Rosette fetten. Macht sie aber nicht, ne? Sie sagt. Nee, die weiß einfach, dass wir so überlegen sind. Alter, hier ist Leberkäse oder was ist das? Die haben so ein geiles Cinnamon Toast in der Küche. Ach so, ja, das meine ich, aber ja, ich dachte, das. Dann nehmen wir mal die Taschenlampe aus, dann siehst du es besser. Blendet nicht. Ja. So ein schönes Strudeltoast. Ja. Könnte aber auch Leberkäse sein. Da! Ihr Toast! Sie betet! Hier, nimm mich! Warum nimmt sie mich denn nicht? Ich hätte nur aggressiv auf dieses Toastbrot gezeigt. Einfach zu nett, die Nonne. Hast du das Licht wieder... Hätte ihr das wieder ausgemacht? Frech. Nette Nonne. Schwester Bernanetta, ja. Schwester Bunchu. Schwester Bunchu. Ich riech wieder das Rasierwasser von Schwester Bunchu. Die war gestern beim Schuster, weil sie wieder ihre Turniersandalen abgewetzt hatte. Da war sie. Hey, jetzt schnapp ich doch mal. Hä? Für das Gespenst irritieren gibt's 50. Was ist denn irritieren? Ja, beim Rasieren. Gegen Strich. Gegen Strich? Aber ich rasiere immer gegen Strich. Ist viel besser. Oberkante, Unterstrich, sagt man doch immer. Jetzt komm schon! Wo ist denn der Spiegel? Dann könnten wir sie nämlich provozieren. Hallo Schwester, kommen bitte. Du bist du. Schwester Bernanette, bitte in die Notaufnahme. Die kommt nicht. Schwester Beinhard Bernhard. Warum liegt eigentlich dieses Ding immer woanders? Immer wenn ich gucke hier, das ist Notizheftchen. Schmeißt du das hier wild durch die Gegend? Nein. Jetzt wieder einer rumgeschmissen. Ich hab's jetzt da hingelegt. So. Aber es wird ja so durch die Gegend geschleudert, das alte iPad von Oma. Müssen wir vielleicht mehr oben rumlaufen, um sie aggressiver zu machen? Nicht. Ich bin jetzt schon oben, aber irgendwie einfach keinen Bock auf uns. Spiegel würde halt nochmal helfen. Hast du den schon mal irgendwo gesehen? Nee. Oder das Spielzeug gibt's ja auch oft, ne? Kann man sie provozieren, indem man ihr altes Nonnentränen. Ich verliere aber Sanity, die lutscht mich. Die lutscht mir ordentlich meinen. Hier, warum geht das denn nicht? Die kommt immer und macht. Ich verliere Sanity, aber sie packt nicht. Ich kann sie nicht mit dem Kreuz irgendwie abwehren. Das Kreuz vielleicht auf sie werfen dann. Ja, wir haben noch kein Cross. Ja, kannst du ja selber mal das Kreuz nehmen. Ich hab's hier auf den Boden geschmissen. Wo ich stehen da auf der Boote? Manchmal auf Boote schmeiße. Schön auf den Boden geschmeißt. Ist gefunden. Ja. Jo, Henny, geschmissert. Geschmissert? Wo ist sie denn? Ah, oh, da ist sie doch!
Ja, die Macht Jesu Christi, du alte gammelige Nonne. Friss das, Schwein. So. Drei Kerzen im Haus oder sind die schon an? Nee. Aber drei Kerzen sind immer in einem Zimmer irgendwo oder so. Außer heute. Eine, ich habe eine im Wohnzimmer. Ja. Und jetzt habe ich Feuersalz. Schmalzsalz. Aber das, wo ein bisschen Caliente auf der Zunge ist. Hast du ein bisschen Caliente, hast du es in der Tasche, ja? Ja, ich hab's in der Tasche. In der Tasche, Gott. Du in der Tasche. Schön Spritzmaul verbrennen, ne? Ich hab hier noch einen salzigen. Eben hat sie im Motorboot gespielt. Boah, da ist sie! Bam! Okay, Salz ist durch! Oh, jetzt bin ich aber RIP. Alter, ihr reißt mir das Herz raus. Mir so einen Nonnen-Judo-Griff gegeben. Den Nonnen-Judo-Griff? Wo ist sie hin? Sie macht hier Dyson-Staubsauger. Ich hab einen Schmerzpartikel. Komm schon, du Nonne. Ich meine, sie hat ein bisschen Fletschzähne, aber sonst würde ich sagen, trotzdem Smash. Ich würde smashen, weil hab einen harten Winter hinter mir. Ab riesig harten Winter. Sibirischen Winter auf Tinder. Ich hab sie geweiht. Und sie wird nochmal geweiht irgendwie. Alter, da geht ja richtig die Verweihung ab. Sind alle Kerzen ausgegangen oder was? Nee, kann ich die ausmachen als Geist? Ja, ich kann die Kerzen ausmachen. Aber ich bin immer noch tot. Last Correct Action ist Weihwasser gewesen. Ja, jetzt muss noch Kerzen wieder ausmachen. Alle Kerzen löschen. Bitte sehr, ich habe Spiegel gefunden, by the way. Jetzt braucht man auch nicht mehr. Jetzt ist sie eh voll aggressiv. Ja, alle wir Kerzen haben hier öfters mal unter die Nonnenkutte gegrapscht und seitdem ist die voller Zorn. Zauberbuch, aber ich brauche nochmal hier Dr. Schwengelwild, Alter. Der Schlabbermand. Ah, die gute alte Schlabbermand. Noch ein Seelenfragment, da habe ich meine zerbrochene Seele wieder zusammengesetzt. Meine K-Industry-Seele. Oh, da bist du zurück, oder? Ja, ich hoffe, die Hand... Ist doch so ein schwarzer Fleck am Boden, wo du gestorben bist. Boah, ich habe gar keine Sanity mehr, ich muss raus. Naja, klar, ich hab durchgefettet. Ist wirklich, Alter? Zauberbuch, ja, dann war's das. Ich hab Zauberbuch in Hand, aber... Ich hab sie hier wieder irgendwie mit einem Dyson Luftreiniger, ist sie hier durch ein... Kennst du noch diese Werbung von damals? Das ist der Dime, erkennen Sie ihn wieder? Schön mit dem Dyson durchgejagt. Das ist der Dime. Dime ist geiler Riegel, kann man nicht sagen. Ja, aber irgendwie hier sehr unpopulär geworden. Ja, ist auch so ein dänisches oder schwedisches Ding, ne? Dime. Mhm. Es gab immer sehr viel bei Ikea deswegen. Aber wir verkaufen nicht gemacht. Einen dicken Dime-Sack. Auf dem Kamin liegt der Spiegel. Kannst du richtig abprovozieren, dann kommt sie angefetzt. Jesus, das. Also sie geht gerade Treppe hoch. Ja, das macht sie richtig pissy. Ja, guck, jetzt kommt sie. Ey, sie macht Reise durch Wisconsin. Ah, oh, Zauberbuch! Nimm die Buch! Nimm mir die Buch! Hat das geklappt? Ja. Pentagramm. Treffen beim Pentagramm. Nimm die Objekte. Warte, ich schmeiß erstmal hier den Spiegel weg. Ich hab hier noch ein Schutzding für uns beide. Ich hab noch ein Salz. Warte, dann schmeiß ich das Kruzifix weg und das Buch weg. Dann habe ich Platz für drei Objekte. Alright. Und drei. Zwei. Ich nehm Maske. Eins. Maske, Rose, Schädel habe ich jetzt. Hä? Hä? Siehst du sie? Nö, ist auch noch gesperrt. Hä?
Hat doch funktioniert, das Buch. Sicher? Ja, ich habe Zauberbuch gehört. Alle Kerzen. Hä, hat nicht funktioniert. Zauberbuch hat nicht funktioniert. Hä, wieso nicht? Ich hole einen neuen Ritualdolch. Du, neues Buchlech. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Du hättest ja noch ein Zauberbuch in der Hand. Hast du jetzt zwei? Nee. Also ich muss kurz die Rose hier hinwerfen. Hast du eben noch ein Buch in der Hand gehalten? Ja, ich habe auch noch ein Buch in der Hand. Aber sie hat da gestanden und gebetet. Und dann kamen Flammen und... Ah, komisch. Das ist eine echt merkwürdige Nuna. Sie hat halt Ärmel wie Zauber da, ne? Ja, die hat Ärmel wie Zauberer, obwohl nie gemacht. Hier, nimmst du Spiegelech. Kann ich nicht aufheben, weil... Achso. Ich schmeiß Rose nochmal weg. Lal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 a, die Nonne, die macht Stress. Das ist doch wunderbar. So, jetzt nochmal. Oder muss ich das Buch dann hinwerfen? Ja, eigentlich so wie Salz und alles andere. So in die Hand, zack. Naja, macht sie nicht. Doch, jetzt. Ja. Man muss das Buch werfen. So. Jetzt schnell Rose und alles auflupfen. Das ist alles Alter. Ah. Alter. Wow. Wow. Hast du alles? Die Rose? Ich hab jetzt Rose, Maske, Schädel. Okay, let's go. Ich hab den Dolch. Ah, jetzt ist auch der Dolch als Symbol dran. Oh, was war das jetzt? Oh, das war das Ding. Das reagiert anscheinend, auch wenn sie da drin gefangen ist. Schädel, da liegt der Traumfänger hier drüben. Boah! Was? Ich hab doch hier einen Jesus! Oh. Oh, sie hat trotzdem versucht, mir in die Tasche zu langen. Eine kleine Taschenspieler hat er gemacht. Rose? Ich habe jetzt hier noch Traumfänger und Maske habe ich noch. Traumfänger da hinten in der Ecke? Ja, die hat so einen kleinen Taschenspieler-Trick bei mir machen wollen. Ja, und jetzt habe ich noch Masken. Alter, ich bin immer das letzte Objekt, ne? Ja. Geh schon mal los. Oh. Nonne ist gelähmt. Aber sie betet, ne? Sie hält an ihrem Glauben bis zum Schluss. Ja gut, sie sagt, ich sag mal so, Zahnarzt war Jesus nicht, weil guck dir mein Gebiss an. Aber ansonsten war ein guter Typ und deswegen, ja, er kriegt meinen Respekt. So, auch in der... Hab gedacht, wenn man Plack mit Zahnbürste runterschrubben kann, warum nicht mit Pfeile? Ah, jetzt wurde sie eingenunert. Uiuiui, das war aber auch eine Sparnonne. Boah, da hab ich wieder draufgezahlt, ey. Ja, das war eine Sparnonne. Die hat mir auch richtig fies in die Hosentasche gelangt. Ich dachte erst, sie greift nach Herz, aber sie hat gegreift nach Börse. War viel schlimmer. So, Leute, dann lasst euch kein Klappmaul verpassen von Kreis. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö. Tüdelüdel.